Hey Leute, willkommen bei Widerlader TV. Heute mag ich euch mal zeigen, wie ihr solche Grip Tapes hier für eure Glock oder für andere Pistolen selber herstellen könnt. Die gibt es zwar auch fertig zu kaufen, aber selbstgemacht ist immer noch die bessere Lösung und günstiger. Ich habe mir hier eine Rolle mit 3M Safety Walk geholt. Da ist jetzt ein Meter an Folie drauf, wenn man das so bezeichnen mag. Also wie Skateboard Tape, nur halt gummiert, greift sich angenehmer an. Das Ganze hat mich jetzt rund 15 Euro gekostet und ich habe mir daraus, wie ihr hier sehen könnt, mein Grip Tape für die Glock gemacht. Und damit es nicht zu langweilig wird, hinterlege ich das jetzt nur mit Bildern, wie ich vorgegangen bin. Ich habe zunächst mal meine Glock mit Malerkrepp eingewickelt, habe dann mit einem Bleistift die Konturen nachgezeichnet, so wie ich sie gerne hätte. Das Ganze habe ich dann wieder von meiner Glock abgezogen, auf ein Blatt Papier geklebt. Und ja, dann ausgeschnitten. Das war dann erstmal meine Schablone. Die habe ich dann wiederum auf dieses 3M Safety Walk gelegt, habe auch das ausgeschnitten und das Resultat ist, wie gesagt, das, was ihr jetzt gerade vor euch seht. Sicherlich geht das professioneller, aber das war jetzt der erste Versuch und so schlecht finde ich jetzt nicht. Okay, im nächsten Schritt werde ich das Ganze jetzt mal an das Griffstück meiner Glock anbringen und dann gucken wir mal, wie es aussieht und wie es sich auch anfühlt, ob das wirklich eine Verbesserung ist, weil ich verspreche mir dadurch, dass meine Glock ein wenig besser in der Hand liegt. Gerade bei schweißnassen Händen sollte der Griff ein wenig besser werden. Damit das Grip Tape nachher auch richtig an dem Griffstück meiner Glock haften bleibt, werde ich jetzt zunächst mal alles Mögliche an Öl- und Fettresten vom Griffstück entfernen. Dazu nehme ich ein wenig Alkohol, ihr könnt auch Spiritus nehmen und reibe mein Griffstück dann damit gründlich ab. So, das Griffstück ist komplett entfettet und jetzt fange ich an, das Grip Tape aufzubringen. Ich beginne zunächst mit einer Seite, das heißt die Schutzfolie ziehe ich noch nicht komplett ab und versuche die Kontur so gut wie möglich zu erwischen. Ich drücke jetzt die Seiten nur ganz leicht an, sodass mir jetzt nichts verrutscht. Aber komplett festdrücken, das mache ich dann erst im Nachgang, wenn ich sichergestellt habe, dass wirklich alles passt. So, hier werde ich jetzt möglichst wenig Zug ausüben. Und die Seiten jetzt einfach nur umlegen. Und so sieht's gut aus. Jetzt arbeite ich das Grip Tape fest an das Griffstück ran. Im nächsten Schritt jetzt nutze ich ein wenig Hitze, um die Haftung zu erhöhen. Ein Föhn reicht dafür vollkommen aus. So, mein Griffstück ist fertig. Das Grip Tape sitzt an Ort und Stelle und das auch fest. Und jetzt wird es Zeit, das Ganze mal zu testen. Natürlich ist keine Patrone in der Waffe. Sicherheit ist hergestellt. Und so sieht das Ganze hier aus. Ich zeige das erst nochmal kurz. Und es greift sich wirklich
sehr schön an. Und ich hoffe damit dann auch im Sommer die Waffe besser im Griff zu haben, im wahrsten Sinn des Wortes. Also es gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen könnte ich es auch wieder rückstandslos entfernen. So, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie kinderleicht es ist, solch ein Grip Tape selbst herzustellen. Ist egal, ob jetzt für eine Glock oder für eine andere Waffe, es ist kein Hexenwerk und hey, wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Seid doch mal bitte so lieb und hinterlasst einen Kommentar, was ihr darüber denkt. Klickt auf das Daumen-Hoch-Symbol, wenn euch das Video gefallen hat und sofern ihr noch nicht habt, abonniert auch bitte meinen Kanal. Ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis demnächst bei Widerlader TV. Die müssen in das Profil des Keymod-Handschuhs eingeschoben werden. Wenn das geschehen ist, drücke ich den Griff nach vorne, schraube dann den unteren Teil des Griffes wieder zurück, bis der Verschluss arretiert.